herzlich willkommen in der Akiba-Line. Es ist die Kawaii-Box eingetrudelt. Und ja, ich bin gespannt. Die hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. Das ist ja eine Stationery-Box. Das heißt, da sind kleine, süße Items drin, die zum Beispiel gut ins Büro passen. Und wir haben uns hier auch heute ein bisschen farblich angepasst im Set. Das hattet ihr bei Instagram entschieden, dass ihr heute Kirby sehen wollt. Und übrigens, ich packe jetzt die Box aus. Wir kaufen unsere Unboxing-Sachen alle selber. Und ihr könnt uns unterstützen, falls ihr jetzt auch Lust habt, so eine Box zu kaufen. Dann nutzt einfach unseren Referral-Link. Ich stelle den in die Videobeschreibung. Aber jetzt geht's auch wirklich los. So, also, es ist der November und ich weiß gar nicht mehr, hatte das hier auch immer ein Motto, diese Box? Ja, Kawaii Autumn Adventure, also ein Herbstabenteuer. Und in dem Flyer, ja, wird wahrscheinlich dann wieder jedes Produkt drinstehen, deswegen gucke ich da erstmal nicht rein, ganz am Ende vielleicht. Hier sind noch so ein paar glückliche Abonnenten. Oh, hier, ich glaube, ihr folge ich sogar bei Instagram, kommt mir gerade sehr bekannt vor. Raring is caring. Hier ist dann nochmal blippo.com, irgendwie der Shop, wo man auch einzelne Items da wohl kaufen kann, wenn man hier die Sachen aus der Box gut findet. Aber, so, wir haben das jetzt erstmal nochmal verdeckt und ich greife wieder blind rein. So, was haben wir hier? Oh Gottchen. Ein Löffel und ein Gäbelchen von, sind das hier die... Wie heißt das denn nochmal? Hier steht lustigerweise gar nichts dran. Das heißt, wir gucken direkt in den Flyer. Okay, also im Flyer steht, der Charakter heißt Aiko und das ist hier ihr Dream Unicorn. Und ich denke, dass, ja, entweder benutzen das kleine Kinder, die noch nicht mit richtigen Besteck umgehen können, oder man benutzt das vielleicht für eine Bento-Box oder irgendwie To-Go als Picknick-Besteck oder so. Ich finde es sehr süß. Okay, das ist ein Produkt von Blippo dann auch direkt. Da, wo ich auch gerade erzählt habe, dass es da einen Online-Shop gibt. Kawaii Group Tokyo Japan. Da kommt es her. Besteck hätte ich in so einer Stationery-Box jetzt gar nicht erwartet. Und das zweite Teil. Ist das von Sanrio, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, ein Stempel. Also, wahrscheinlich. Wen haben wir denn überhaupt? Wir haben so einen grünen, ich will jetzt nicht sagen Kaktus, aber einen stacheligen kleinen grünen Mann mit einer roten Fahne in der Hand. Also ich weiß auch echt nicht, wie der heißt. Vielleicht steht das gleich im Flyer oder ihr wisst, dann schreibt es mir mal unten in die Kommis. Ich finde ihn süß, der hat auch von der anderen Seite noch ein anderes Motiv. Wahrscheinlich ist das jetzt gar kein Stempel. Okay, ist ein Stempel und der muss direkt getestet werden. Hätte man da einen anderen auch kriegen können? Ja, er ist süß, aber ich glaube, einen bekannteren Charakter hätte ich lieber gehabt. Oh, ach, wie süß. Grün ist schön. Wen hätten wir noch kriegen können? Steht nicht dabei, was es noch gab. Nur Sumiko Gorashi. Sumiko Gorashi, ja, einer von denen. Aber der Name steht da jetzt nicht im Flyer. Nee. Na gut. Oh, hier ist noch was. Oh, da sind die Auswahlen. Cool. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Da sind schon richtig süße bei. Also ich würde sagen, die sind alle richtig putzig. Also ich finde den hier ganz besonders süß. Oh, guck mal, die da, die sind auch so süß. Und hier so ein Onigiri quasi mit Haselohren. Die haben schon echt süße Charakter. Ja. Wie man einen mit so Kleinigkeiten dann doch glücklich machen kann. Ui, ein Rilakkuma-Item. Das finde ich sehr gut. Was ist es? Ein Filzstift. Ja, oder ein Textmarker. Cool, ein Textmarker höre ich gerade hier außer Regie. Und zwar in Lila. Den finde ich richtig gut. Den werde ich definitiv fürs Studium verwenden. Mach fast nichts da auf Papier, aber wenn, dann benutze ich den. Den finde ich echt richtig süß. Ich weiß nicht, gefällt er euch auch so gut? Ja, ich glaube, das ist bisher mein Lieblings-Item, weil das kann man auch richtig gut gebrauchen. Noch ein Stift, das ist ja nicht wahr. Das ist jetzt, glaube ich, nichts von Sanrio. Es ist so ein Fischi-Stift, also wie so eine Meerjungfrau quasi. In sehr schönen Farben und es ist, glaube ich, ein Kuli mit so einer Kappe hier noch drauf.
Ja, also den finde ich auch sehr schön. Kann sein, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall benutze ich den gar nicht. Wo wäre der denn? Ich glaube, in der Küche liegt der. Nee. Ist er da nicht? Nee. Egal. Okay, mein Favorit ist immer noch hier der Rilakkuma-Stift. Was haben wir noch? Ich glaube, das sind echt viele Kleinteile hier heute. Oh, ja, stimmt. Ich habe schon wieder ganz vergessen. Das war der Grund, weshalb ich mir die Box gekauft habe. Und zwar sind das ja, Mund-Nasen-Schutzmasken. Ich denke, die kann man immer gebrauchen und dann in rosa und noch mit so niedlichen Sternchen drauf und so. Und das ist hier bestimmt wieder von dieser Blippo-Marke dann. Ja, ist wahrscheinlich einfach das Hauptmaskottchen. Vielleicht haben die auch noch mehr. Ich muss mir die Webseite mal genau angucken. Auf jeden Fall haben wir hier 10 Masken und die sind auch zum Glück nicht in irgendeiner Kindergröße. Das heißt, die werden mir wohl passen. Und dann, ja, gehe ich demnächst super kawaii zum Einkaufen. Da sind 10 Stück drin. Ja. So? Ja. Die sind so ein bisschen muffelig. Hallo. Hm. Ja, so nach Karton oder so. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das verfliegt. Ja, ich würde sagen, das war das Hauptitem. Damit hatten die die Box auch beworben und das war dann quasi auch meine Kaufentscheidung, dass ich die Box mal wieder geholt habe. Und ja, es geht aber noch weiter. Oh, ein Schneck. Das sieht aus wie ein Glibber-Panda-Fuß. Ja, irgendwie so gummiartig mit Fruchtgeschmack. Wir testen natürlich direkt. Willst du auch? Die Verpackung ist schon super süß. Oh, da kommt mir direkt ein richtiger Geruch entgegen. Ach, die sind richtig süß. Ich meine, jetzt mittlerweile gibt es ja auch von irgendwelchen Marken bei uns Einhörner und alles Mögliche. Das ist ja schon richtig schön. Aber diese hier mit Pfötchen gibt es bei uns nicht. Aber warum sind die so schwarz? Ach so, ja, weil der Panda schwarz-weiß ist, aber Frucht hätte ich mir eigentlich dann bunt vorgestellt. Also ein bisschen weich. Fühlt sich tatsächlich so ein ganz klein bisschen an wie so eine Hundepfote. Also eine Panda-Pfote habe ich jetzt noch nicht angepackt. Ja, die sind lecker. Oder was sagst du? Es tut mir leid, dass ihr das jetzt gerade nicht probieren könnt. Aber ich sag euch, es ist eine leckere Süßigkeit. Und ich glaube, es ist jetzt aber auch das letzte. Nein, oder? Das ist noch nicht das letzte. Und es ist ein passender Teller, glaube ich, ja? Doch, zu unserem Besteck von eben. Also zumindest derselbe Charakter. Ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ein bisschen eine andere Farbe. Also das hier ist eher so ein Türkis und das so ein Hellblau. Aber ich glaube, das passt trotzdem ganz gut zusammen. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Snack-Teller mit Snackgabel, Snacklöffel. Ich finde eigentlich den Charakter super süß designt, muss ich sagen. Die ist so ein bisschen wie so ein Magical Girl. Die hat hier dann auch so einen Stab, dann die ganzen Sweets daneben und halt natürlich in rosa. Erinnert mich ein bisschen an die Little Twin Stars, muss ich sagen. Das sind ja die von aus dem Hause Sanrio. Und die sprechen halt auch eher die jüngere Altersgruppe an. Ich werde den Teller wahrscheinlich nehmen, um da irgendwie was drauf zu servieren, wenn man mal Sushis macht oder so, dann kommen die da drauf. Oder ein Plätzchenteller. Oh, ein Stück Kuchen. Jetzt ist es zu Ende. Ach, das ist ja süß. Das sind Sticker mit Chip und Chap drauf. Das habe ich schon öfters gesehen, diese Verpackungsform, dass die dann in so einem Glas sind. Wir gucken uns jetzt die Sticker mal genau an. Also die Sticker sind so ein bisschen wie so Fenstersticker oder so. Die sind so recht hell und von der Rückseite dann so matt. Ich breite hier mal alle ein bisschen aus. Ich glaube, ein paar sind auch doppelt. Also hier dieser Hamburger zum Beispiel. Und hier, ich weiß nicht, wer Chip und wer Chap ist. Weißt du das? Einer guckt immer ein bisschen dusseliger. Einer guckt dusseliger und dann... Nee, keine Ahnung. Okay. Und das hier ist dann auch nochmal das Köpfchen. Finde ich auch sehr süß. Und weiß nicht, was er da noch mit am Hut hat, aber dann hier noch ein Donald.
Und was ist das hier noch? Achso, Chippendale, genau. Die Chipmunks heißt das, ne? Genau, auf Englisch dann. Chipmunks? Achso, wie heißt Chip und Chip. Und wann hat er früher in den Zeichentrickfilmen? Okay, also ich würde sagen, irgendwas hat man immer, wo man Sticker draufkleben kann. Demnächst wollte ich vielleicht nochmal irgendwie ein Album fertig machen mit Japan, Fotos, also von unseren Reisen. Und das könnte man dann irgendwie damit verzieren zum Beispiel. Von daher alles tutti. Ich bin glücklich mit der Box. Ich finde die wirklich ganz lohnenswert, weil die halt auch gar nicht so teuer ist. Ich habe jetzt um die 20 Euro, ein bisschen weniger, glaube ich, bezahlt. Also die ist deutlich günstiger als die Sokabai-Box oder die Nihon-Box, wobei die natürlich dann auch fünfmal so groß ist. Muss man abwägen. Das hier ist auf jeden Fall halt eine Stationery-Box mit ganz vielen süßen Items. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt doch diesem Video ein Däumchen hoch. Ach ja, ich wollte euch noch hier, bevor ich jetzt schon den Abschluss mache, noch schnell den Flyer zeigen. Dankeschön. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aber ich glaube, es hätte wahrscheinlich noch andere Sticker geben können, kann ich mir vorstellen. Guckt euch das in Ruhe mal an, drückt kurz auf Pause. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Däumchen hoch. Lasst auch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!